beginne dann einfach mal. Ich möchte alle recht herzlich begrüßen zu meinem Vortrag. Und Vortrag heute ist die Geschichte der ersten Briefmarken der USA, 1847 und danach. Mein Name ist Frank Heidkamp, bin 58 Jahre, bin Architekt und arbeite im Amt für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt Essen. Und Briefmarken, ja, war immer Hobby und durch meinen Schwiegervater nochmal richtig belebt. Und dann habe ich so alleine vor mich hingesammelt und dann kam ich in Essen-Steele ins KUFO zu den Sammlern hier unter Jürgen Witkowski. Das hat mir eine Menge Freude bereitet, aber wenig Leute, die USA sammelten. Und dann fand ich im Internet die AGE USA Kanada, habe mir die Seite angeguckt, habe Kontakt mit dem Peter Kühlern aufgenommen und habe mich da angemeldet und seitdem werde ich wunderbar versorgt mit Rundbriefen und man lernt unheimlich viel. Ich schreibe auch selber Artikel für diesen tollen Rundbrief und durch AGE USA Kanada bin ich auch Mitglied des Bund Deutscher Philatelisten geworden, die auch einen ausgezeichneten Rundbrief rausbringen, die Philatelie, den ich auch gerne lese und wo ich weiterkomme mit meinem Thema. Ja, und jetzt freue ich mich, den Vortrag halten zu können. Und ich habe eine kleine Agenda geschrieben. Ich stelle mal kurz die Quellenangaben vor, wo ich so mein Wissen her habe, musste viel aus dem Englischen übersetzen. Und die ganz kurz will ich dann auf die erste Briefmarke der Welt, die One Black Penny, zu sprechen kommen. Die gehört einfach immer irgendwie dazu. Dann kommen die ersten Botenmarken oder Postmeisterausgaben, wie sie auch heißen, der USA. Und dann gab es eine Vorläuferbriefmarke von 1845 vor den offiziellen, vor den wirklich offiziellen. Und dann kommt so die Entwicklung der ersten Briefmarken der USA. Ich möchte zeigen, wie die sich entwickelt haben, wie die aufgestellt wurden von Vorentwürfen bis zur druckfertigen Briefmarke. Und dann kurz möchte ich über die Vorlagen für die Porträts sprechen. Und dann möchte ich die Leute vorstellen, die dann wirklich an den Schritten bis zur Veröffentlichung, bis zur Ausgabe der Briefmarken beteiligt war. War einmal der Postmeister von New York, Robert Hunter Morris, und der Druckereigründer Ralph Rawdon, der dann Ralph Rawdon, Wright, Hedge und Edson, da kamen Partner zu, die haben 1832 dann eine Druckerei gegründet, die dann die Briefmarken druckten. Und dann ganz wichtig auch der Graveur der ersten Briefmarken ist der Asher Brown Durant, auch ein ausgezeichneter Maler, wo ich auch noch mal kurz drauf zu sprechen komme. Vorbereitung bis zur Ausgabe der Briefmarken habe ich dann noch mal so zusammengefasst, so zeilenmäßig die wichtigsten Punkte. Dann kommt der Kongressbeschluss der USA vom 1. Juli 1847, komme ich kurz zu sprechen. Und dann hat mich so interessiert, wie die ersten Postboten und Postbotinnen der USA aussahen, ob die schon Uniformen hatten, da komme ich auch drauf zu sprechen. Dann zu verschiedenen Farbvarianten und verschiedenen Stempelarten. Und dann will ich kurz auf die Jubiläen eingehen. 100. 125. und 150. der ersten Briefmarken der USA. Da gab es sehr schöne Ausstellungen zum 100. und zum 150. Und dann gehe ich noch kurz auf die folgenden Briefmarkenerscheinungen von 1851 bis 1861 ein. Oben sehen wir auch die US-Flagge, die damals ihre Gültigkeit hatte. Die ist am 3. Juli 1847 praktisch, da wurde, kam die Zustimmung durch den Kongress. Also auch kurz nach den ersten Briefmarkenausgaben kam dann diese Flagge mit 29 Bundesstaaten. So, jetzt bin ich eins zu weit. So, darauf hat sich so ziemlich alles gestützt, was ich vortrage. 19th Century Postage Stamps of the United States, Volume 1 von 1847, ist zur damaligen Ausstellung erschienen in New York. Und dann der Katalog Pacific 97 Handbuch, Congress Book von 1997, da war dann 150. Jubiläum, großes Jubiläum in San Francisco. Und dann muss ich eine Person nennen, das ist der Roger Kirby. Und über den bin ich gekommen durch die Homepage der AGE USA Kanada, durch unseren Verein. Und den habe ich einfach angemeldet, weil der hat so wunderbare Abbildungen auf seiner Internet-Homepage, Stamp Identifier. Und er hat mir dann tatsächlich hier mit E-Mail erlaubt, dass ich ihm meinen Vortrag einbauen darf. War wirklich ein netter E-Mail-Kontakt und bedankt sich auch, dass ich ihn überhaupt gefragt habe. Das fand ich ganz toll. Er lebt in Südengland und hat auch auf seiner Seite wirklich so ziemlich alle Ausgaben von Briefmarken, ist er total toll und auch toll illustriert, drauf eingegangen. Also Dank an dieser Stelle an Roger Kirby.
Ich habe auch noch einige Sachen von Wikipedia genommen und vom National Museum in Washington. Da waren einige Dinge, die habe ich auch nirgendwo anders sonst gefunden. Und man kann einfach nur auch auf die erste Briefmarke zu sprechen kommen bei so einem Vortrag. Und die ist von 1840, die One Black Penny, kennt sicherlich jeder Sammler hier von uns. Und die ist 1840 erschienen. Und die Idee war nicht von Sir Rowland Hill, aber er hat alles dafür getan, dass diese Idee ins Rollen kam, weil nämlich früher immer der Empfänger der Porto bezahlen müsste für die Briefe, die er erhielt. Und seine Idee war, ja, wir brauchen eine Briefmarke und dann kann der Absender nämlich die Kosten übernehmen, der ja eigentlich auch dafür zuständig ist. USA war wesentlich später dran, also 7 Jahre danach. Aber davor gab es dann halt schon die Postmeisterausgaben, die auch Botenmarken der USA genannt wurden. Und die waren eben regional begrenzt. Wir haben hier von St. Louis Briefmarken. Man konnte nicht in die ganze USA verschicken. Da war die große Problematik dabei. Man brauchte eine offizielle Marke. Manchmal waren das, wie man sieht, einfach nur Stempel. Oder auch schon Briefmarken, die aber auch noch nicht die Qualität hatten. Die mussten ja auch fälschungssicher sein und war noch nicht dieser prägnante Stahlstich wie dann die ersten offiziellen. Aber man muss sagen, hier sind nochmal auch zwei aus meiner Sammlung. Oft ist dann George Washington verwandt worden als Porträt damals oder hier eben Wappentier der USA, der Weißkopfseeadler. Sehr kleine Marken, muss man sagen, so zur damaligen Zeit. Und dann hatte nämlich M. Geig, hat 1845 mit seinem Privatunternehmen eine eigene Briefmarke rausgebracht, praktisch wie so ein Vorläufer. Der hat einige Monate, hat er die, also praktisch auch so eine Art Postmeister-Briefmarke auf den Weg gebracht. Und die wurde von der United States City Dispatch Post am 15.07.1845 übernommen und war so eine Art Vorläufer der ersten offiziellen Marken. Die war dann schon verstaatlicht, aber der Kongress hat noch nicht seine Zustimmung gegeben. Da war noch so ein Eigenläufer. Ja, und dann haben wir hier den Entwurf von Rawdon, Wright, Hatch und Edson. Und damals waren halt die Briefmarken so aufgebaut, wie auch in vielen Ländern, einfach ein Rahmen, wo dann praktisch Frankaturwert drauf war. Und eben Land, US und US Post Office und praktisch den Wert nochmal geschrieben in Buchstaben. Und dieses Porträt wurde dann in den ovalen Teil eingebaut. Und hier sehr interessant, hier ist bei der 10-Cent-Briefmarke mit Washington, da steht immer noch 5 Cent in Buchstaben. War also noch nicht ganz ausgereift. Und dann habe ich mich oft gefragt, warum die römische 10 genommen haben und nicht so diese arabische 5, die bei der 5er genommen wurden. Dann kam ich vielleicht auf die Idee, habe ich keine Quellen drüber gefunden. Man hat den gleichen Rahmen, wie man sieht, verwendet, um auch eine einstellige Ziffer reinzubringen, hat man vielleicht diese römische 10 genommen, damit man da am Rahmen nicht mehr so viel rumbasteln musste. Und diese Vorentwürfe, die wurden mit schwarzer Tinte und mit Bleistift vorentworfen, um die dann der Kommission vorzustellen. Da komme ich gleich da noch drauf, auf Näheres. Und daraus entwickelten sich dann dieses Modell. Das ist aus dem Museum in Washington, Briefmarkenmuseum in Washington, National Post Museum. Und man sieht so die US- Und auch die 5 noch sehr verschnörkelt und auch die Porträts noch nicht so richtig eingebaut, einfach um der Kommission die Vorstellung darzubieten, wie dann die Marke letztendlich aussehen sollte, weil bedurfte immer gewisser Zustimmung, um dann zum nächsten Schritt zu kommen. Und dann kommen wir mal zur Reinausführung, zur gedruckten Version und sehr schöner Stahlstich, wie ich finde. Tiefdruckverfahren, die Farbe sammelte sich in der Gravur und wurde dann an den Papierbogen abgegeben. Und es gab noch keine Perforation. Die Briefmarken mussten tatsächlich aus dem Bogen mit der Schere geschnitten werden. Perforierte Briefmarken gab es in den USA erst ab 1857. Und dann wählte man hier als Porträts die beiden Gründervater der USA, weil die haben die Verfassung weitgehend mitentwickelt. Natürlich auch noch mit anderen Politikern. Aber hier Benjamin Franklin.
der wirklich stark daran beteiligt war an der Verfassung der USA und der auch eine eigene Druckerei besaß und Erfinder war, hatte Blitzableiter erfunden und hat auch viel für Gemeinwesen der USA getan, hat die ersten Leihbibliotheken in Pennsylvania auf den Weg gebracht und die ersten freiwilligen Feuerwehren. Also schon sehr große Persönlichkeit der USA und natürlich auch den ersten Präsidenten der USA, George Washington, von 1789 bis 1797. General auch im Unabhängigkeitskrieg, ihm zu Ehren. Und hier muss ich auch noch mal sagen, habe ich gerade vergessen, dass Benjamin Franklin auch der erste Postmeister war. Er war vorher schon Deputy Postmeister, ab 1775 dann aber auch Generalpostmeister der USA. Also an diese beiden Persönlichkeiten sollte erinnert werden. Und man sieht jetzt wirklich sehr schön, also sehr feiner Stahlstich und sogar Rawdon Wright, Hedge & Edson unter dem Buchstaben 5 Cents ist sogar die Druckerei reingekommen, praktisch als Schriftzug. Ist in späteren Ausgaben nicht mehr passiert. Also hier wirklich noch, Druckerei ist auch drauf, alle Angaben. Ja, also die Farbe war mineralische Farbe aus Erdtönen bei beiden und wurde auf Velinpapier gedruckt, ein sehr fein geschöpftes Papier mit einer schönen glatten Oberfläche. Und so kam dann wirklich auch der Druck, der kam dann wirklich gut raus auch. Sehr klein waren die Briefmarken. Die waren 18,50 Millimeter breit und 23,55 Millimeter hoch. Und wie gesagt, mussten aus dem Papier geschnitten werden. Das ist die Größe der Gravur, die Angaben, die ich da gemacht habe. Und dann sieht man die beiden Gründerväter auch sehr schön. Da ist ein Block, der kam raus zum 200. Geburtstag der USA, 200 Jahre USA. Da ist ein sehr schöner Block rausgekommen. Und damals tagte der Kongress nämlich noch in Philadelphia. Und die hatten da dieses Kongressgebäude und die zogen dann 1800 nach Washington um. Und hier ist wirklich noch die Verfassung auf den Weg gebracht worden, verabschiedet worden. Und dann sieht man hier Benjamin Franklin stehen mit dem Pfeil und George Washington sitzend. Und jetzt kommt die Sache, wo ich verschiedene Quellenangaben hatte, muss ich sagen. Nochmal einmal zurück. Also in allen Quellen wird gesagt, Jean-Baptiste Greuze, dieses Porträt wäre genommen worden für die 5-Cent-Marke. Künstler bei Jean-Baptiste Greuze und sehr sicher ist eben für die 10-Cent-Briefmarke war der Künstler Gilbert Charles Stuart ausgewählt worden, Gemälde von ihm. Da sind alle Quellenangaben gleich, interessanterweise. Und hier haben wir die beiden Künstler, Jean-Baptiste Greuze, Selbstbildnis und Gilbert Charles Stuart, Selbstbildnis von ihm. So, und Michel. Aber auch auf Cover zum 100-jährigen Bestehen der ersten Briefmarken der USA wird dann James Barton Long Acre angegeben. Den findet man sehr häufig und da soll von ihm Kupferstich als Vorlage genommen worden sein. Ich habe nirgendwo Rechte gefunden, wo ich das mal abbilden konnte, den ganzen Kupferstich. Darum habe ich hier leider nur einen Ausschnitt, der war freigegeben. Man muss ja immer aufpassen, auch mit den Rechten an den Bildern, dass man mal einen Eindruck bekommt. Dann gibt es noch andere Quellen, die sagen, dann Joseph Sivret Duplessis wäre als Vorbild für Gemälde von ihm, wäre als Vorbild für die Nummer, für die 5-Cent-Briefmarke genommen worden. Könnte auch sein. Glaubt man fast eher weniger, weil hier auch der Pelzkragen fehlt, der auf der Briefmarke da dargestellt ist. Das leider konnte ich da nicht zum endgültigen Ergebnis kommen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle jetzt doch mal alle vor. Und jetzt kommen wir zu den entscheidenden Leuten, die dann praktisch alles auf den Weg gebracht haben, die sich getroffen haben in einer Kommission. War einmal Robert Hunter, Postmeister von New York von 1845 bis 1849. Und er war auch Bürgermeister davor von 1841 bis 1843
von New York. Klar, dann brauchen wir den Drucker. Dann wurde die Druckerei gewählt, war die Druckerei von Gründervater Ralph Rawdon, wo dann aber noch einige Partner hinzukamen, auch durch Fusionen mit anderen Druckereien. Und 1832 gab es dann die Druckerei Rawdon, Wright, Hatch and Edson, die dann den Auftrag erhielten. Und die haben schon für die USA auch Banknoten gedruckt, die waren sehr erfahren. Und da erscheinen auch wieder die beiden Gemälde auf der Banknote hier von Michigan, 10-Dollar-Banknote. Und auch hier, ich habe da mal ein bisschen vergrößert unten, erscheint auch wieder die Druckerei Rawdon, Wright, Hatch and Edson. Und hier eine ganz wichtige Persönlichkeit auch, die alles umgesetzt hat, weil die Graveure, die waren sehr wichtig. Da war eine sehr schwierige Arbeit. Sehr konzentriert musste man arbeiten und ist der Graveur der 1847er Asher Brown Durant. Und hier haben wir einen Graveur, der auch Maler war und der hat wunderschöne Gemälde gemacht. Landschaftsgemälde ist der Romantik zuzuordnen, der Stil. Und war die Hudson River School unter Thomas Cole, der hat diese Künstlervereinigung gegründet und da ist halt der Stil, der da geprägt wurde. Und hier auch sehr schön Landschaft der Hudson River mit den Catkills, Ausläufer der Appalachen im Hintergrund und man sieht auch hier diese Gravurtechnik, die sieht man auch schon wieder förmlich, dass er die gut beherrscht an seinen Bäumen, wie fein verästelt er Blattwerk und Äste gemacht hat. Und dieses erste hängt auch im Metropolitan Museum von New York. Ja, dann hat Rawdon, Wright, Edson und Hatch, die haben dann erste Vorschläge gemacht für die Kommission, erste gedruckte. Und da wurden auch noch verschiedene Farben ins Spiel gebracht, von Ocker über Blau. Und das gleiche galt dann auch für die 10-Cent-Briefmarke. Auch Ocker, Blau, Schwarz. Schwarz wurde dann hinterher endgültig die Farbe der 10-Cent-Marke und für die 5-Cent-Marke Ocker und noch verschiedene Farbtöne. Und jetzt habe ich nur ein Problem, weil hier irgendwie, aber ich glaube, das kriege ich hin. Also Vorbereitung und Ausführung habe ich jetzt die verschiedenen Punkte kurz zusammengefasst. Und erster Schritt war die Bildung einer Kommission der New York City Depeche Boys und der US City Depeche Boys von 1842 mit dem Postmeister zusammen von New York für die Einleitung von Prozessen, Verfahrensweisen, Druckverfahren, Handhabung von Sicherheit und Entwertung haben die abgestimmt. Und am 3. März 1847 wurde dann wieder vom Kongress ein Gesetz verabschiedet, offizielle Briefmarken auf den Weg zu bringen und die Einrichtung von Postwegen und Maßnahmen dazu einzuleiten. Und dann erfolgte der Akt von dem Postmeister New Yorks und der beauftragte dann die Firma Rawdon, Wright, Hatch and Edson, die Prototypen zu entwickeln. Und notwendige Erfahrung hatte der Postmeister von New York eben auch durch die Erstausgabe der 5-Cent-Briefmarke nach M. Greig, die ich vorhin vorgestellt hatte. Und am 20. März 1847 war dann der Rohentwurf der Vorabzugstypen erstellt und erhielt dann auch die Zustimmung der Kommission. Und die Vorstellung der Originale in India Tusche und Bleistift erfolgte durch die Meisterstahlstecher. Und da ist noch ein falsches Porträt aufgetaucht, was noch geändert werden musste. Und müssten noch weitere Prämissen und Entscheidungen folgen, wie man weiter vorgeht. Und dann gibt es einen Brief mit der Zustimmung und den Skizzen. Und die wurde an Rawdon, Wright und Edson gesandt. Und damit waren die Rahmenbedingungen abgeschlossen. Und die endgültige Druckstockgravur wurde von dem Meisterstahlstecher Asher Brown Durant geprüft und dann umgesetzt. Und am 25. Mai 1847 standen dann die Rahmenbedingungen für die Gravur und Rawdon, Wright und Edson schrieben dann einen Brief, sie würden die Bestellung der Briefmarken begrüßen. Und die Bestellung vom Post Office Department ist dann vom 1. Juni 1847
Und am 3. Juni 1847 erfolgte die Entgegennahme der Bestellung bei Rawdon Wright Edge and Edson. Und am 26. Juni 1847 waren dann die Bögen fertiggestellt und konnten ausgeliefert werden. Und 1. Juli 1847 erfolgte der Kongressbeschluss, Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika, dass die Auslieferung der Briefmarken an das Post Office erfolgen kann und die Briefmarken im Umlauf gebracht werden können. Und dieser 1. Juli 1847 wurde dann auch in den USA zum Tag der Briefmarke ernannt. Und bis heute an dem Tag sind immer noch Briefmarken, die erscheinen, schöne Entwürfe, die an diesen besonderen Tag erinnern. So. Jetzt komme ich zu Auflagen, Entfernungen und wie die Briefgewichte waren, die transportiert werden durfte. Und die 5-Cent-Marke, die hatte eine Auflage von 3.700.000 Stück und die 10-Cent-Marke circa 865.000 Stück. Jetzt gibt es interessanterweise in den USA im Scott noch eine andere Zahl und das wären 1.050.000, weicht voneinander ab. Michel sagt 845.000 Stück. Und jetzt kommen die Entfernungen und Briefgewicht für die 5-Cent-Marke konnte man verwenden für 300 Meilen, das sind 482,80 Kilometer. Und Briefgewicht musste weniger als eine halbe Unze sein, das sind 14,17 Gramm. Und die 10-Cent-Briefmarke konnte man dann über 300 Meilen verwenden und bis 600 Meilen sind 995,60 Kilometer. Und dann Briefgewichte bis eine Unze sind 28,34 Gramm. Und beide Marken waren dann gültig vom 1. Juli 1847 bis 1851, als dann die neuen Ausgaben erschienen. Da wurden die ersten beiden Marken für ungültig erklärt. Dann habe ich lange gesucht nach einem Bild der ersten Druckmaschine. Die wurden in großen Bögen gedruckt von 200 Briefmarken auf einem Bogen. Und dann sieht man hier so ein Exemplar. Und das ist ein Cover, das zum 100-jährigen Bestehen der ersten beiden Briefmarken in den USA erschien. Da sieht man den großen Druckstock. Und wirklich wurde alles noch in Handarbeit gemacht mit diesem Rad mit Hebeln. Also wirklich noch sehr viel Arbeit. Und dann habe ich selber mal einen kleinen Teilbogen zusammengestellt, um mal zu sehen, wie schön alles aussah, wie einzigartig dieser Stahlstich schon war. Und wie gesagt, mit der Schere musste man die Marken ausschneiden. Und bei Roger Kirby auf der Seite habe ich dann tatsächlich mal einen ganzen Bogen mit 200 Marken gefunden. Also schon eine ganze Menge Briefmarken. Und da habe ich gelesen, man konnte noch mehrere Druckprozesse machen und dann musste praktisch die Platte nachgearbeitet werden. Teilweise neu geätzt werden, gesäubert werden und dann kamen die nächsten Bögen. Ich vermute mal, deswegen hat man so viele Briefmarken auf einen Bogen gebracht. Und hier ist ein Teilausschnitt von der 10-Cent-Briefmarke und da ist noch der größte bestehende Bogenteil, den es wohl auf der Welt gibt, habe ich gelesen. Und dann kommen wir zu dem Kongressbeschluss. Da wollte ich doch dann mal zeigen, wie früher das Kapitol aussah. Das noch gar nicht so aussah wie heute, klassizistischer Stil. Aber die Kuppel war noch gar nicht wie heute und die USA wurde wichtiger in der Welt als Staatsmacht und die wollten dann repräsentativere Kuppel, die man heute kennt und die wurde von 1851 bis 1863 gebaut und Ost- und Westflügel wurden auch erweitert, damit die Proportionen wieder einigermaßen zusammenpassten. Hier ein Bild von 1846. Und die USA hatte damals 29 Bundesstaaten zu der Zeit. Hier ist mal eine Karte aus der Zeit, die das schön zeigt. Und dann habe ich wirklich gesucht, wie denn wohl so die ersten Postboten ausgesehen haben. Und National Post Museum in Washington, da habe ich dann ein Bild gefunden über die Postboten und Postbotinnen der ersten Stunde. Und die hatten nämlich noch gar keine Uniform, die haben wirklich die Briefe noch in Zivilkleidung ausgetragen.
Ja, und jetzt stören hier wieder ein bisschen. Ja, jetzt habe ich es. Dann kam es auch zu den ersten Dampfseglern. Und hier sehen wir die Ohio und die Georgia von der US Steamship Company ab 1848. Und interessanterweise einer der ersten Verträge war dann auch mit der Stadt Bremen. Und die hatten insgesamt 16 Dampfsegler, die dann eben auch die Briefe über den Atlantik transportierten. Und dann haben wir die verschiedensten Töne auch, die auch im Michel beschrieben sind, von braun, blasses Braun, dunkelbraun, graubraun, schwarzbraun, orangebraun und braun-orange. Und da hatte der Jürgen Herbst schon so gut gesagt, die haben sicherlich auch die Farben zusammengemischt und man hat nicht immer wieder den Originalton getroffen und deswegen kam es bestimmt zu den Farbabstufungen. Hier ist auch nochmal eine in Rot-Orange und dann sehen wir sehr schön, wie die hier auf dem Brief verwendet wurde und die wurde dann entwertet und daneben ist dann immer schön der Stempel der Post zu sehen und dann kann man wirklich immer gut das Datum lesen. Das ist auch bis heute noch so, dass dieser Stempel daneben kommt. Heute arbeitet man so mit Wellenstempeln, aber man kann dann immer gut sehen, wann der Brief abgestempelt wurde. Und sehr schön finde ich dann immer, wie die Adressen geschrieben wurden in dieser schönen Schrift. Das ist schon fast Kalligraphie, finde ich. Findet man auf den meisten Briefen der damaligen Zeit. Man hat sich da wirklich Mühe gegeben. Ja, und dann Entwertungen waren natürlich wichtig, damit die Briefmarken nicht nochmal verwendet wurden. Und das konnte ganz einfache Federzugentwertung sein, wie hier bei der ersten Marke. Aber dann kamen auch die ersten Stempel auf, hier der gewählte rote Stempel oder man hatte Nummernstempel oder der Paid-Stempel, Bezahlstempel und eben auch für die ersten Schiffe, die die Post über den Atlantik brachten, auch die Bootstempel, aber auch innerhalb der USA wurden Postbote verwandt auf den Flüssen der USA. Und dann haben wir hier Benjamin Franklin hinter Gittern, sage ich immer. Da hat man dann tatsächlich derartigen Gitterstempel genommen, dass man ein Porträt schon kaum noch erkennen kann. Und ja, dann sieht man hier, nehme ich jetzt an, also über die 300 Meilen musste dann die zweite 5-Cent-Marke, da sieht man dann mal zwei nebeneinander, aber auch wieder mit Rundstempel und Datum. Und da habe ich bei Roger Kirby eine interessante Sache gefunden, war nämlich eine Zeit lang auch mal die Idee, den Präsident Andrew Jackson auf die Nummer 5 zu bringen. Und da gibt es auch schon einen ausgefeilten Entwurf, der dann aber wieder verworfen wurde. Und man hat sich klar für Benjamin Franklin entschieden. Ja, und die Farbvarianten der Nummer 2 ist grauschwarz, auch laut Michel. Und ein grünlich-schwarz, ich finde schon fast so ins Türkis gehende, waren die Farbvarianten der 10-Cent-Briefmarke. Ja, die dann auch wieder auf den Briefen verwendet wurde und wieder schön mit dem Datumstempel versehen und der schönen Schrift. Und so gingen die auf die Reise, die über die 300-Meilen-Zone gingen, die Briefe. Hier auch nochmal ein schönes Stück, wo man so einen Eindruck kriegt von den damaligen Belegen. Und dann eine ganze Besonderheit, die ich wirklich noch nie irgendwo sonst gesehen habe in der Philatelie, mag aber so sein, ich kenne mich nicht überall aus, aber tatsächlich, wenn man keine 5-Cent-Marke zur Verfügung hatte, dann hat man die 10-Cent-Marke genommen und hat die entweder waagerecht oder diagonal durchgeschnitten und die galt dann als 5-Cent-Briefmarke. Sehr interessant, wie ich finde. Und da alles gestempelt wurde, war auch alles offiziell und wurde eben von der Bundespost geduldet. Und hier wollte ich doch mal Marken nebeneinander stellen, die diesen schönen Stahlstich von damals, wirklich ganz fein. Und eine Rollenmarke von 2011, sicherlich auch sehr schön, von dem gleichen Gemälde. Und aber es ist wirklich toll, dieser Stahlstich. Ich glaube, weiß gar nicht, heute könnte man den wahrscheinlich gar nicht mehr bezahlen, diese ganzen Aufwände, die da für die Graveure erforderlich waren und die Arbeit. Aber so hat man doch wirklich mal eine Briefmarke fast von heute und die damalige Briefmarke mal gegenüberstehen. Ja, und dann gab es die Reprints von 1875. Die wurden
Ich nehme an, vielleicht für die ersten Sammler gedruckt. Da habe ich auch keine klaren Quellenangaben drüber gefunden. Die waren nicht Frankatur gültig, die waren einfach nur zur Erinnerung der ersten beiden Marken. Und 2019 war ich mit meiner Frau, habe ich eine USA-Reise Ostküste gemacht. Und da waren wir im alten Post Office von Philadelphia in der Market Street 316. Und da habe ich hier so einige Fotos, wie schön die damals waren, die Post Offices. Und ist noch bis heute betrieben. Man kann da wirklich noch Briefmarken kaufen und aufgeben. Und oben auf dem Schrank, da stehen dann die ganzen Uniformen aus den verschiedenen Jahren. Praktisch so Püppchen, die die da angezogen wurden, die darzustellen. Und mehrere Schränke, ist auch ein kleines Museum sozusagen, sehen wir auch hier. Und auch hier erscheint dann wieder unsere Nummer 1 und unsere Nummer 2 im Schrank. Schön gerahmt als Erinnerung an die ersten beiden Briefmarken. Ja, dann kommen wir zu den Jubiläen. Zum 100. Jubiläum der 1847er gab es in New York eine große internationale Ausstellung und die ging vom 17. bis zum 25. Mai 1947. Und da erschien der schöne Block hier, der die beiden Marken nochmal zeigt, aber auch in anderen Farben, damit keine Verwechslung aufkommen konnte. Dann hier die 5-Cent-Marke in Blau und die 10-Cent-Marke in Rot. Und eine einzelne Briefmarke erschien auch und die kam dann zum 1. Juli 1947 raus, wo dann 1847 die Kongresszustimmung war. Und war ein Sonntag, dieses Datum. Und dieses kleine Postamt, dieses kleine Bahnpostamt hatte auf und einige wenige haben dann an diesem besonderen Tag ihren Beleg stempeln lassen. Und der Beleg ist damit nicht häufig. Ja, und dann kamen sehr schöne Cover wieder, wurden herausgebracht. Und sehr schön ist mit historischen Drucken. Und hier sehen wir auch wieder James B. Long Acre. Der Kupferstich, der als Vorbild gelten sollte für die 5-Cent-Marke, wieder ein Hinweis, dass es sich wohl doch um den Kupferstich handelte. Und wie Sammler so sind, die haben dann auch den Block hier zerschnitten, hier mit George Washington drauf, um einen besonderen Beleg damit zu haben. Und das Gleiche gab es dann auch mit Belegen von George Washington. Da war Gilbert Stuart Vorbild. Das Gemälde wird auch hier wieder bestätigt. Und hier ist dann der durchgeschnittene Block mit Benjamin Franklin. Und zum 125. Jubiläum gab es leider keine Ausstellung, aber auch ein sehr schönes Cover und wurde extra eine Briefmarke herausgebracht, um an dieses Jubiläum zu erinnern. Und hier sehen wir auch wieder die Druckmaschine von Pernins Bacon, auf denen die ersten Briefmarken gedruckt wurden. Auch ein sehr schöner Beleg und auch eine sehr schöne Erinnerung zum 125-jährigen Jubiläum. Und dann gab es die große Ausstellung Pacific 97 und die fand vom 29. Mai bis 9. Juni 1997 in San Francisco statt. Waren 600 Aussteller aus 48 Nationen beteiligt und da gab es dann halt ein neues Novum und das ist die erste Dreiecksbriefmarke der USA, wieder in den Farben der USA-Flagge blau und rot und erinnert an die ersten Postschiffe, die Segelschiffe und an die Postkutschen. Und dann auch wieder sehr schön zusammengefasst, die Dreiecksbriefmarke, so in Viererblöcken, sodass wieder ein schöner Bogen entstand. Auch eine schöne Erinnerung. Und dann kamen sehr schön raus nochmal Blocks mit der Nummer 1 hier mit Benjamin Franklin, die Originalausgabe, aber auch diesmal in der Farbe Blau. Und dann wurde der Porto hatte sich erhöht. Und dann wurde eine Banderole drüber gelegt mit 50 Cent war Porto von damals und auch in diesem schönen Block gemacht. Und man sieht auch rechts wieder einen Druckvorschlag, der damals der Kommission 1847 vorgestellt wurde als Erinnerung. Und den gleichen Block gab es dann auch für die 10-Cent-Briefmarke mit George Washington. Da wurde dann auch eine Banderole drüber gelegt mit 60 Cent damaliges Porto. Und auch wieder den schönen Druckvorschlag, der der Kommission vorgestellt wurde, dann hier von George Washington.
Und dann zum Ende dieser großartigen Ausstellung gab es dann noch einen besonderen Block, der besonders als Schmuckblatt verausgabt wurde am letzten Tag der Ausstellung. Und da sehen wir hier sehr schön George Washington hoch zu Ross mit gezücktem Säbel und mit seiner Unterschrift ihm zu gedenken als General im Unabhängigkeitskrieg und seiner Unterschrift auch. Und dann waren halt wieder die Blocks eingelegt. Hier nochmal auch ein schöner Kupferstich von Benjamin Franklin. Und mit dem Abschlussdatum der Ausstellung, Last Day of Sale. Und die andere Seite haben wir dann den Block mit George Washington. Und auch hier wieder einen sehr schönen Kupferstich mit einer Seitenansicht des Profils von George Washington. Und hinten auf dem Schmuckblatt nochmal die Unterschriften der beiden Gründerväter. Und hat die United States Postal Service hat den Block rausgebracht. Und auch in Deutschland gab es eine Erinnerung an die erste Briefmarke, die Nummer 5 der USA. Und zwar bei einer Erinnerungsausgabe des Salons der Philatelie zum 19. Weltpostkongress in Hamburg 1984. Auch sehr schön gemacht, nochmal eine schöne Erinnerung in Deutschland. Auch nochmal mit einer Reproduktion der Gravur der ersten Briefmarke der USA. Und dann 1851 kamen neue Ausgaben raus. Damit wurde die ersten von 1847 ungültig an dem Tag. Und auch die neuen Briefmarken zeigen wieder Präsidenten, mussten auch noch aus dem Bogen geschnitten werden. Hier kam noch Thomas Jefferson dazu als Präsident. Und ab 1847, Entschuldigung, 1857 kam dann die Neuerung, dass die Briefmarken auch perforiert waren, so ließen die sich leichter aus dem Bogen raustrennen. Und auch bei diesen Briefmarken waren wieder Gemälde Vorbild, wie man hier auch sieht, bei George Washington. Ja, und dann sind hier nochmal einige Belege aus der Zeit sehr schön, auch wieder sehr schön mit den Adressen, die so in Kalligraphie fast gehalten wurden und einige patriotische Coveraufdrucke. Zum Beispiel Union, denke ich, und dann eben dieses Huhn mit Piratenflagge für die Rebellen kam leider zur Spaltung des Landes der USA. Postmeister war damals Aaron Brown von 1857 bis 1859. Und dann kam nochmal eine neue Ausgabe von Briefmarken 1861 und da haben wir nochmal Thomas Jefferson drauf, der dazu kam. Und wir haben hier auch Abraham Lincoln, der Präsident der Union. Und dann kam es leider zur Spaltung des Landes. Und die Konföderierten Staaten von Amerika bildeten ihre eigene Regierung mit dem Präsident Jefferson Davis und mussten dann auch schnell Briefmarken auf den Weg bringen. Die haben nicht so die Qualität wie der Union. Die sind einfacher gehalten. Das ist einfach Steindruck, Lithografie, um die schnell auf den Markt zu bringen. Ja, dann war 4 Jahre Bürgerkrieg von 1861 bis 1865. Und dann haben es geschafft, Abraham Lincoln und der General Ulysses S. Grant, die Nation wieder Gott sei Dank zu einen. Und so war die schreckliche Zeit dann beendet. Ja, und ich hätte jetzt noch viel über Plattenfehler erzählen können, wollte den Vortrag aber so gestalten, mehr auf die Historie einzugehen, um den auch nicht zu lang ausarten zu lassen. Ja, da möchte ich mich sehr bedanken beim Bund Deutscher Philatelisten und Herrn Erik Scherer, dass ich diesen Vortrag abhalten durfte. Hat mir sehr viel Freude bereitet und sage Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.